Ja, er checkt's. Guten Morgen zu einem neuen Vlog! Guten Morgen! Oh, jetzt ist mir schon. Oh nein. Alex sitzt. Jesus! Und schmeißt den Akku durch die Gegend. Sitzt da auf jeden Fall und schneidet den neuen Vlog. Und ich gehe jetzt kurz Brötchen kaufen. Ja. Und dann frühstücken wir kurz und dann müssen wir dringend einkaufen gehen. Wir haben nämlich nichts mehr. Das wollten wir eigentlich gestern machen, aber dann ist Alex erst zu spät nach Hause gekommen und dann hatten wir irgendwie keine Lust mehr, weil dann war es schon kurz nach 8. Und wow. Ja. Du musst erst die Festplatte mal reinstecken. Nee, du hättest es nicht schließen müssen. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall. Achso, hast du noch Geld für mich? Darf ich mal? Ja, nimm ihn mit. Nimm den Geldbeutel mit. Wie viel hast du denn? Ach, du hast ja auch einen Schein. Na dann, soll ich ja nicht mit meinem Goldgeld ankommen. Genau, ja. Und dann ist heute der Plan. Uni. So, wir gehen jetzt einkaufen. Ach, so schweinekalt. Ist einfach so kalt. Minus 7 Grad hat's. Meine Nase erfriert. Ich hätte mir auch eine Wärmejacke anziehen können, ne? Naja, egal, wir sind jetzt eh nur im Einkaufsladen und kurz tanken und dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann musst du auch schon bald an die Uni, gell? Ich muss eine halbe Stunde eigentlich schon an der Uni sein. Ja gut, also du hast ja keine Vorlesung. Ja. Trefft euch ja nur. Ja, wir sind Streber. Wir sind immer pünktlich. Ist einfach alles eingefroren. Selbst hier auf diesem Aldi-Schild sind so Eiskristalle. Gemüse und noch mehr Gemüse. So, ich bin gerade noch an der Tankstelle, denn Golfus hat Durst und dann fahre ich gleich weiter in die Uni. Und weil wir treffen uns eigentlich schon um 10 und jetzt ist es um 18. Also muss ich ein bisschen Gas geben. So, ich sitze jetzt wieder hier am altbekannten Platz. Hab mir außerdem wie gestern Alex eine ganze Kanne Tee gemacht und mir die hier hergestellt. Dann muss ich nicht mal mehr aufstehen. Und jetzt schreibe ich meine Hausarbeit für die Uni. Es sind ja nur ein paar Seiten, sind ja nur 5, 4, sowas um den Dreh. Und das Fach nennt sich Web Analytics und Social Marketing. Das ist echt ein richtig interessantes Fach und das finde ich voll schade, weil wir hatten das nur als Blogveranstaltung. Also wir hatten das einmal Freitag, Samstag und jetzt haben wir das noch einmal Samstag. Also jetzt am kommenden Samstag. Übermorgen. Und da ist dann die Abgabe und das ist voll traurig, weil das war echt so das Einzige, was mich so richtig interessiert hat. Es geht so, also da haben wir so Kennzahlen gelernt oder auch so Tools kennengelernt, wie man eben Social Media Seiten oder Webseiten oder sowas analysieren kann auf verschiedene Kennzahlen hin. Und das ist natürlich so für das, was ich neben dem Studium mache, sehr interessant. Und jetzt müssen wir eine Facebook-Seite analysieren und dazu dann so eine Handlungsempfehlung sozusagen schreiben. Und wir nehmen meine Seite, was ich auch sehr, sehr cool finde, weil das natürlich dann auch für mich sehr interessant ist. Aber das ist eben auch praktisch, weil ich da allen, also meinen Gruppenmitgliedern Zugriff drauf gewähren konnte, damit wir daran arbeiten können. Weil wenn man das mit einem Externen zusammen macht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Mittlerweile ist 13.44 Uhr. Ich mache jetzt eine kurze Pause und esse einen Berliner. Sag mal, wenn jemand von euch aus Berlin ist, ist das nicht komisch, wenn man dazu Berliner sagt? Also hier bei uns im Süden heißen die Berliner. Wie heißen die denn sonst? Krapfen, oder? Krapfen sagt man doch. Aber ich glaube, das ist ähnlich wie mit Brötchen, Wäckchen, Stullen. Dabei gab es noch ein paar Sachen. Das hatten wir schon mal in einem Blog. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr die Dinger nennt. Ob das bei euch Krapfen sind oder ob das bei euch auch Berliner sind. Und mich würde es vor allem interessieren, wie die Dinger in Berlin genannt werden. Für alle, die gefragt haben, ob der Kater das mit der Katzenklappe checkt. Ja, er checkt's. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert. Ich musste ihm es ein paar Mal zeigen und habe immer auch die Klappe mit dem Finger aufgemacht und so. Und irgendwann hat er es von alleine gecheckt. Also wenn ihr euch auch so ein Katzenklo bauen wollt in so einen Schrank, dann vergesst nicht, eurer Katze beizubringen, wie sie durch eine Katzenklappe zu laufen hat. Die geht nämlich nicht ganz so leicht auf wie die von dem normalen Katzenklo. Die schwingt ja so hin und her und so eine Katzenklappe, die
rastet so ein bisschen ein. Also wenn ihr eine Freigängerkatze mit Katzenklappe habt, dann wisst ihr, wie das läuft. Aber falls nicht, dann wisst ihr Bescheid. Also immer mal wieder am Anfang die Katze zum Klo hinbringen, die Klappe aufmachen, die Katze reinschieben so ein bisschen, damit die nicht vor lauter vergisst, aufs Klo zu gehen. Das könnte dann nämlich schlecht ausgehen. Aber wenn ihr so ein Katzenklo macht, dann seid euch darüber im Klaren, dass das sehr, sehr nervig sein kann. Gell? Ja klar, kick dein Klostreu durchs Zimmer, kein Problem. Ich bin auch wieder zurück zu Hause und jetzt gibt's auch für mich den Berliner. Ich hatte bis gerade Vorlesung und heute fand ich es echt mal wieder interessant. Ich glaube, es war die einzigste Vorlesung in diesem Fach, die ich interessant fand. Also sonst fand ich alles immer so schrecklich zäh, wenn es nur um so Gesetze ging. Heute war es echt irgendwie spannend. So witzig. Ich habe gerade eben Kommentare gelesen und jemand hat in die Kommentare geschrieben, Alex erzählt immer so begeistert von seinem Studium, der macht immer alles Spaß. Der hat scheinbar echt das Richtige gewählt. Und jetzt sagst du gerade, ausnahmsweise hat es mir mal Spaß gemacht. Das eine Fach. Also. Sonst macht es mir schon Spaß, aber das eine Fach ist halt nicht so cool. Aber das hat heute sogar auch Spaß gemacht, das Fach, was mir gar keinen Spaß macht normalerweise. Ich gehe jetzt noch eine Runde ins Fitnessstudio. Wir machen heute schon wieder ein Probetraining bei einem anderen Fitnessstudio. Diesmal bei einem so ein bisschen luxuriöseren irgendwie. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es war. Und was machst du? Ich mache jetzt Yoga und dann mal gucken, ob ich bis du wiederkommst, dann verhungert bin oder nicht. Mein Herz ist durch, ich habe auch nichts gegessen. Ah, I doubt it, dass du in der Uni nicht in der Mensa warst. Ah, doch, da war ich. So, ja. Hast du heute Mittag nichts gegessen? Nein. Also ein Berliner und eine Scheibe Brot. Yoga-Time! Ich begebe mich jetzt immer noch auf meine weiche Matte. Übrigens, ich war heute zusammen mit Alex beim Aldi und habe mir da diese Matten angeschaut. Das ist aber nicht das, was ich suche. Ich suche so eine dünne. Also ich habe mich noch gar nicht informiert. Ihr habt ja ganz, ganz viele Vorschläge geschrieben. Da muss ich einfach mal in Ruhe durchschauen. Da war kurz mal der Akku leer, ohne vorher zu blinken. Die vom Aldi, wollte ich nur sagen, ist auf jeden Fall nicht das, was ich gesucht habe. Und jetzt mache ich Yoga with Adrian. Ich habe mich für dieses 31 Days A Revolution Ding angemeldet und mache das jetzt gerade jeden Tag. Ich bin natürlich ein bisschen hinterher, weil ich nicht am 1. Januar angefangen habe. Aber ja, ich bin jetzt erst bei Tag 2. Irgendwie ist ja meine Jacke voll umgeschlagen. Merke ich da gerade so. Ja, genau. Damit fange ich jetzt an. Alex ist ja noch eine Weile im Fitnessstudio. Yoga war herrlich. Ich habe dieses Tages-Yoga sozusagen. Ich bleib mal noch aus der Küche draußen, weil ich koche gerade Wasser. Dieses Tages-Yoga-Ding gemacht, wo ich mich da eben jetzt gerade angemeldet habe für diese 31 Tage. Beziehungsweise angemeldet. Was heißt angemeldet? Also da kann man sich für so ein Newsletter anmelden und das Ganze ist kostenlos auf YouTube. Ganz normale YouTube-Videos. Und danach habe ich noch ein 17-Minuten-Workout oder 15-Minuten-Yoga-Workout von Boho Beautiful gemacht. Das war auch sehr gut. Und dann habe ich mich so noch ein bisschen, habe ich noch einen Rücken-Yoga gemacht, das ging 5 Minuten. Dann habe ich geduscht, dann habe ich den Kater gebürstet und in all dieser Zeit, Alex ist immer noch nicht da. Also habe ich jetzt schon mal angefangen zu kochen. Es ist, glaube ich, schon 8:45 oder sowas, also 20.45 Uhr, ne? Ja, und ich mache jetzt Nudeln mit Avocado-Pesto. Hallo? Und schaut euch einfach mal diese Knoblauchzehe an, das ist einfach eine Zehe. Und ich habe Avocado an der Hand hängen. Und wie riesig ist die? Die mache ich jetzt auf jeden Fall da rein. Ich habe nur eine Avocado gemacht, aber ich mache einfach noch mehr Tomaten rein. Und diese Knoblauchzehe. Möchtest du auch Knoblauch haben? Der Blick. So, ihr Lieben, ich bin auch wieder zurück. Und Marie hat netterweise schon was gekocht. Hast du schon erzählt, was es gibt? Ja. Oh, so gut. Das ist das Beste, wenn man heimkommt und es wurde schon gekocht. Allerbeste. Trainieren war richtig gut, also es hat voll Spaß gemacht. Das Fitnessstudio ist auch echt sehr, sehr cool. Kostet zwar 85 Euro, also viel zu teuer, würde ich niemals ausgeben dafür, aber es hat echt voll Spaß gemacht zu trainieren. Da gibt es dann so einen Spa-Bereich und so. Überall steht dann so Wasser mit Orangenschnitzen und Zitronenschnitzen drin und echt cool. Und die ganzen Geräte haben dann so Bildschirme, wo man auch Fernsehen gucken kann. Kenne ich von den billigen
Fitnessstudios, wo ich immer bin, nicht. Njom, njom, njom. Heute mal nicht mit Spaghetti, sondern mit so, wie heißen die? Penne? Penne? Sind Penne nicht allgemein einfach irgendwelche Nudeln eigentlich? Sagst den Falschen. Was isst du da für Gummizeug? Oh, wow. Ist sehr sauer. Mhm. Mm. Wir haben nämlich... Hast du das bekommen? Mhm. Danke, Annette. Saure Katzen. Mhm. Ist das so ein bisschen... Oh, ich Idiot. Ist das so ein bisschen wie saure Zunge? Mhm, die haben eine ganz andere Konsistenz. Mhm, schmeckt gut. Ja, wir sind da hinten so... Natur pur sind die auf jeden Fall, steht drauf. Mhm. Vegan. Gibt's, glaube ich, beim DM, da habe ich ihn nämlich mal gesehen. Voll lecker. Mhm. Hallo. Ich bin auch müde und deshalb schlafen wir jetzt. Jeden Abend das täglich grüßt das Murmeltier, genauso fühle ich mich. Übel. Jetzt ist Schlafenszeit. Marie ist auf der Couch schon eingeschlafen. Oh. Habt ihr ja gerade kurz gesehen? Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich morgen wieder 18 Uhr. Wenn euch der Vlog gefallen hat, könnt ihr auch mal einen Daumen nach oben geben. Das würde uns sehr freuen. Süß. Genau, ja, das würde uns sehr freuen. Und dann bis morgen 18 Uhr. Tschüss. Warum bist du sauer? Weil du so ein Theaterveranstalt bist hier. Max hat Hummeln im Hintern, das ist ein übler Zappel, Philipp. Überhaupt nicht. Man deckt nämlich auf und macht kalt und zappelt rum.